Hey, du da! Dein Studio ist immer noch versteckt, weil ich es euch immer noch nicht zeigen kann. Kacke! Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Machen wir also weiter, heute mit Teil 3 meines Studios. Auch heute muss ich mich vielmals bedanken, und zwar bei JBL. Ich habe ja schon mal erwähnt, dass JBL mich von Anfang an sehr unterstützt hat, auch als mich wirklich kaum jemand kannte bzw. meine Videos geschaut hat. Ich hätte viele Kontakte wohl nie geknüpft und es wurde nie eine Gegenleistung erwartet. Also denke ich, ist es das Mindeste, mich vielmals zu bedanken und euch zu zeigen, was ich mir aussuchen durfte, warum ich mich dafür entschieden habe und wie ich die Sachen benutzt habe. In der Beschreibung habe ich euch die Seite von JBL und alle verwendeten Produkte mit den dazugehörigen Informationen verlinkt, für die, die nachlesen möchten. Also bevor einer Panik schiebt, nein, das ist kein bezahltes Produktplacement bzw. keine bezahlte Produktplatzierung und ihr kauft euch natürlich wie immer nur das, was ihr möchtet. Fangen wir mit dem Becken links an. Als Heizer habe ich mich für den ProTemp S100 entschieden. Dieser eignet sich für alle drei Becken meines Studios, ist voll untertauchbar, sehr genau in der Temperatureinstellung, hat einen Schutzkorb und einen Trockenlaufschutz. Diesen bringe ich hinter dem Mattenfilter an und verstecke ihn so optimal. Kommen wir zum Bodengrund. Ihr wisst ja schon, dass ich ziemlich aus Flussbiotope stehe und ein Bodengrund eines Gewässers eigentlich nie aus nur einer Korngröße und meist unterschiedlichen Farben besteht. Also mische ich natürlich auch hier wieder den Bodengrund. Hierzu verwende ich Sansibar Red, einen feinen rötlichen Sand mit 0,2 bis 0,6 mm Korngröße. Sansibar Orange, einen feinen gelb-orangen Sand mit 0,2 bis 0,6 mm Korngröße. Sansibar River, einen etwas gröberen, hellgrauen, weißlichen Sand mit 0,8 mm Korngröße. Und Sansibar Dark, einen dunkelgrau-schwarzen, feinen Sand mit 0,2 bis 0,6 mm Korngröße. Es handelt sich hier um ungefärbte, abgerundete Naturprodukte, die ihr bedenkenlos verwenden könnt. Diese habe ich vermischt und gründlich ausgewaschen, was man bei diesen Sanden nicht zwingend machen muss. Danach habe ich den Sand in das Aquarium gefüllt, verteilt und teilweise noch kleinere Mengen der vier Sande hinzugegeben, bis mir die Farbgebung gefallen hat. Wie ihr sehen könnt, haben wir jetzt einen gräulich-schwarzen Untergrund mit leichten rötlich-orangen und gelben Farbakzenten. Um ihn noch natürlicher aussehen zu lassen, habe ich noch einen anderen Natursand von Colorstone untergemischt. Als nächstes habe ich dann die Lampe im Becken platziert. Dann ging es an die Einrichtung. Da ich in einem recht alten Haus wohne und etwas Sorge mit zu viel Gewicht hatte, habe ich mich bei der Inneneinrichtung für Module entschieden. Diese sehen täuschend echt aus, sind aber innen hohl und wiegen fast gar nichts. Diese habe ich dann im Becken nach meiner Vorstellung angeordnet. Bevor es weitergeht, erstmal noch die Pumpe, mit der der Mattenfilter betrieben wird, angebracht. Hier habe ich mich für die ProFlow T300 entschieden. Die Pumpe ist klein, ab 4 cm Wasserstand betriebsbereit. Die Förderleistung der Pumpe ist einstellbar von 80 bis 300 Litern pro Stunde. Eine Förderhöhe von 50 cm ist kein Problem und die Pumpe ist angenehm leiser. Diese Pumpe habe ich einfach mit den drei Saugnäpfen an der Bodenscheibe hinter der Filtermatte befestigt, ein Stück Aquariumschlauch aufgesteckt und über die Matte gelegt. Jetzt wird das Becken mit Wasser gefüllt und die Technik eingeschaltet. Unser aktueller Zwischenstand. Jetzt geht es zum Feintuning. So sieht es doch noch sehr unnatürlich aus. Also noch ein paar weitere Komponenten besorgt, etwas Flusssand und Naturkiese in unterschiedlichen Größen. Die Lampe habe ich mit einigen zusätzlichen Ästen bestückt und verteile jetzt einfach die Steine und den Sand kreuz und quer durchs Becken.
Noch etwas trüb, aber sieht doch schon verdammt nach einem richtigen Gewässerboden aus, oder? Auf geht's zum Säulenbecken in der Mitte. Auch hier habe ich dieselbe Förderpumpe und Heizung verbaut. Zur Beleuchtung verwende ich hier die Lampe, die ihr von dem Video über die Beckeneinrichtung für Kampffische kennt, die Daedalus Gaperlight. Da das Kampffischbecken nicht mehr in Betrieb ist und diese Lampe tatsächlich die 70 cm Beckentiefe problemlos mit Licht versorgt. Als Bodengrund habe ich genau dieselben Materialien wie beim ersten Becken verwendet und zusätzlich noch eine schöne hohe Mangrovenwurzel mit baumähnlichen Verzweigungen eingebracht. Zum Schluss noch ein paar unterschiedlich große Kieselsteine. Und weiter zu Becken Nummer 3. Hier habe ich für den Bodengrund aber überwiegend den restlichen Sansibar Red und Sansibar Orange verwendet und nur ganz wenig Sansibar River und Sansibar Dark, da ich auch hier Module verwenden wollte, die farblich eher zu diesem Bodengrund passen. Nun einfach die Module passend angeordnet und auch hier Kies in unterschiedlichen Größen im Becken verteilt. Zusätzlich noch zwei Kokosnussschalen für die später kommenden Bewohner. Zum Schluss noch das Säulenbecken mit Wasser füllen und die Technik einschalten. Dasselbe mit dem Becken rechts. Technik und Hardscape steht somit. Ich find's Hammer und ihr? Im nächsten Video, um etwas zu spoilern, wird's dann grün. So Freunde, das war's jetzt mit dem Video bzw. Teil 3 von meinem Studio. Das Hardscape ist abgeschlossen und ja, ich bin immer noch ein Stück weiter. Also ich bin eigentlich fast fertig, wenn ich ehrlich bin. Aber das seht ihr auf jeden Fall in den nächsten Videos. Ich hoffe, das Video gefällt euch genauso gut wie die zwei ersten Teile. Könnt das gerne mit einem Daumen nach oben zeigen, darüber würde ich mich sehr freuen. Könnt das Video auch gerne teilen oder weiterempfehlen. Ist sehr gut für den YouTube-Algorithmus übrigens, das Liken. Und ja, ansonsten nochmal herzlichen Dank an JBL für die Unterstützung. Und ja, ansonsten, wenn ihr heute nichts mehr zu tun habt, könnt ihr auf YouPorn vorbeischauen. In der Videobeschreibung findet ihr außerdem die ganzen Links von den Produkten, die ich benutzt habe und die normale Seite von JBL. Unter anderem auch noch, wie mich auf Facebook, Twitter, Instagram und so weiter findet. Dort könnt ihr mir eine Freundesanfrage machen, mir ein Like da lassen, mir folgen oder eine Nachricht schreiben oder wie auch immer ihr Bock habt oder ihr lasst bleiben. Und ja, ansonsten bleibt mir nicht mehr viel mehr zu sagen, außer wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut, ihr Fischlinge, und ich bin Rossi. Tschüss.